Schon wieder morgens. Ach Gott, okay. Das Abenteuer ruft. Hast du etwa auch geschlafen, Mike? Boah, ich hab geschlafen wie 1000 Steine. Ich wie 5000. Ich mach mir langsam Sorgen um deine Schlafzufuhr irgendwie. Naja, egal. Okay, Leute, hier auf dieser Insel befindet sich eine Kiste, die wir uns nicht entgehen lassen wollen. Wahrscheinlich oben drauf, oder? Ne, da ist sie. Da unten. Aber ich will trotzdem oben drauf landen. Einfach weil es cooler ist. Cool. Hier ist nichts. Nice. Jo. Okay. Was für nice Schätze erwarten uns hier? Bitte was Gutes. Oh, ein silberner Rubin! Er ist sagenhafte 100 Rubine wert. Fühlt sich gut an, nicht wahr? Kann mich nicht beklagen, nein. Ding! Fühlt sich gut an, nicht wahr? Vor allem mit dem Staubsauger, nicht wahr? Okay. Mike, der Staubsauger ist nicht dafür da. Müsste die Insel ja da sein. Vielleicht oben? Noch weiter oben? Ich bin da schon so weit oben, wie es geht. Nein, bist du noch nicht. LOL! Alter! Mega versteckt! Baulimit! Au! Oh! Einfach Baulimit! Ich glaube, da kannst du noch nicht, oder? Doch, doch, doch! Doch! Na! Ah. Nein, 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 ein Vogel, Vogel! Warte, das kennen wir, Niki, keine Sorge. Stoßflug! Nice! Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen die Chest und deren Inhalt haben. Ein Herzteil. Ah, zwei weitere. Also eigentlich hätten wir jetzt schon ein halbes Herz voll, oder nicht? Aber zählt wohl nicht. Naja, ist wohl so, wie es ist. Hä? Da war ein Tornado über mir, hast du es gesehen? Jupp, jupp. Wenn du in die Tornado reinfliegst, dann passiert was. Was Schlechtes wahrscheinlich. Ja, du wirst von einem Vogel weggerissen. Oh, nervig. Doch, 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 ich kann mich erinnern, das war scheiße hier. Das mag ich nicht. Hast du was Neues zu sagen? Nee, aber wenn du willst, kannst du es nochmal versuchen. Nee, jetzt mal, ich mag das nicht. Irgendwas kannst du ja für mich machen. Okay. Muss vorbeikommen. Mike, yeah. gib mir die fucking Jackal. Nimm! Ja, nimm! Hier, guck, hier, nimm! Jetzt gibst du mir mal! Das nicht. Immer das gleiche mit dem. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Motion Controls auf der Wii viel besser waren. Die Joy-Cons sind nicht schlecht, aber nicht so gut wie die Wii. Vor allem konnte man das Spiel nur mit der Wii Motion Plus spielen. Oh nein. Warum? Aua. Tatsächlich wegen der Vogelsteuerung und wegen der Schwertsteuerung. Weil das Schwert. Weil das Schwert damals wollten die das Schwert genau so. Also dass es genau so schwingst, wie. Also das linke so schwingt, wie du die Joy. Diese Motion halt. Da machen wir rein! Da will ich rein! Doch nicht! Willst da nicht rein. Oh. Aber hier gibt es Pilze. Du brauchst die später auf jeden Fall die Sporen davon. Okay. Okay, nice. Da waren aber zwei Truhen, ne? Hast du gesehen? Da gab es ja noch andere, die wir bekommen konnten. Aber die kannst du aber nicht aufmachen. Noch oh! Herzmedaille, trägst du sie bei dir, wirst du häufiger auf Herzen stoßen. Nimm sie mit, falls dir der Gesundheit am Herzen liegt. Am Herzen liegt. Versteht ihr? Na gut, okay, nice. Nein, nein, nein! Der ist ja für dich am. Wieso kann ich denn. Kurze Frage, wieso kann ich denn nicht einfach mein Dings nehmen und dann so reintunken? Wieso geht das nicht? Nein. So, zack. Nein. Wieso geht das nicht? Warum kann ich das nicht machen? Why not, you stupid bitch? Why not? Because it not work. Why, you stupid ass? Okay, das war also das Secret Hunting. Fürs Erste. Habe ich recht, Engi? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wie ich das zusammenschneide, aber wir begeben uns jetzt auf jeden Fall dorthin zum Grünstrahl.
um mit der Story zu progressen. Denn wir sollen da mit irgendeiner, mit einem Mädel reden. Und deshalb suchen wir in dem Gebiet eine Mädel. Ihnen gibt noch ein bisschen mit uns, aber wird auch gleich leider wieder gehen. Hui, ich will nicht gehen. Du Link wollte auch nicht gehen. Den ab. Let's go! Woo! Ich habe Bock auf den nächsten Ski. Wie low poly das alles aussieht. Hä? Was zum... Ah! Mein Hilfe! Was machst du denn hier? Aua, aua, aua! Mir tut alles weh! Hast du nie gelernt, anständig zu landen, Mike? Was war das für winzige Vögel? Das waren einfach ganz normale Vögel. Und was? Was? Was ist das da? Aber wie? Wieso? Wo bin ich hier? Was ist eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden war, bist du wahrscheinlich irgendwo unterwegs gewesen. Ich hab mir gedacht, wenn ich mich an dich anhänge, finde ich vielleicht Zelda. Aber wofür sind wir denn jetzt hier? Was ist das hier? What is reality? Was ist das für ein Arzt? Wo ist Zelda? Weißt du, wo sie ist? Unter den Wolken soll doch gar nichts sein. Oder wieso? Entspann dich mal, Bro. Entspann dich, alles gut. Komm runter. Das ist alles echt. Du kannst mich auch anfassen, wie du merkst. Also, ich bin einfach runtergesprungen und dann war ja einfach mal ein Wald. Wald mit Bäumen und Gras. Weißt du, was das ist? So ganz komme ich nicht mit bei dem, was du da erzählst. Ist Zelda nur in Sicherheit oder was? Naja, sie ist in irgendein Portal gegangen, war dann weg. I don't know. Ich suche sie. Okay, sie geht's gut. Sie ist in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. Das ist gut. So ein Glück. Ja, dann können wir jetzt wieder entspannen. So, Mike. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Ja, ist ganz ruhig hier. War auch der einfachste Ort bisher. Das finde ich noch ein toller Name. Hiermit nenne ich diesem Land Patonien. Ey, Bro, ich hab den schon einen Namen gegeben. Das ist der Hain. Was sagst du da, Mike? Du meinst also, dass die alte Frau in dem Tempel dort weiß, wo Zelda aufhört? Ja, ich glaube schon, dass ich das gesagt habe. Alles klar, Mike. Du hast deinen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran. Von jetzt ab werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. The Legend of Bardo! Entschuldigung, du bist ja noch am Vorlesen. Ja. Ich werde sie retten und mit ihr den Wolkenhort zurückkehren. Dann kriege ich die ganze Belohnung. Ich werde um Zeldas Hand anhalten. Sie wird ja sagen und wir werden für immer glücklich sein. Du musst dir also gar keine Hoffnungen mehr machen. Ich gehe dann gleich mal zur alten Frau, ja? Viel Spaß noch im Leben, Opfer! Warte, hast du gerade deinen Namen als Opfer vorgelesen? Hätte ja funktionieren können. Es funktioniert sogar. Echt? Yep. Was? Okay. Yo, Bro, was geht ab? Hey. Ja, da bist du ja wieder. Und in eine wie immer, hab ich recht. Mir geht es da ähnlich. Ich bin auch immer dabei, die Funde dieser Erde zu erforschen. Ach, keine leichte Aufgabe, Mann. Soll ich dir was davon erzählen? Jo, mach mal. Was hast du gefunden? Na, hör's mal gut zu. Ich habe nämlich etwas Neues ausgefunden. Es gibt in dieser Welt Wände und Statuen, die auf schöne Klänge reagieren. Willst du mir dazu hören? Ja, sag einfach. Ah, das soll ich dir gerne. Du bist ein echter Abenteurer. Doch bevor ich dir den Wänden und Statuen erzähle, sag mal, kennst du den Himmelsfalter? Was ist denn das? Erklär mal.
Der Himmelsfalter ist ein wunderschöner blauer Schmetterling. Und da er nicht nur schön, sondern auch sehr robust ist, kann er in beinahe alle Umgebungen überleben. Du kannst ihn mit Sicherheit auch hier in der Gegend finden. Na, ja, den alten Schriften zufolge haben sich die Himmelsfalter in der Nähe der Statuen und Wände. Ab einer erscheint es also, als wüssten sie in deren Besonderheit. Was interessiert dich? Beides? Wände? Den alten Schriften zufolge hat die Göttin diese Wände hinterlassen, damit ein Held sie findet. Und angeblich kommt das, was dieser sich wünscht, dann auch ins Wenden zum Vorsprung. Man nennt sie die Wände der Göttin. Och nee. Ja, also ehrlich gesagt bin ich ja gar nicht so weit. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich lese, aber hört sich interessant an. Okay, dann lasse ich ihn mal lesen. Mike? Wie werden wir speichern? Und dann mal kurz eine Pause machen. Vor euch geht's aber dann direkt weiter. So, da bin ich wieder. Ich habe gemerkt, dass die Lautstärke ein bisschen leise war. Deshalb habe ich es ein bisschen lauter gemacht. Und ich sehe einen Käfer, den ich mir gerne schnappen will. Bevor wir weiterziehen. Und den habe ich. Cool. Alright, also. Wir sollen wahrscheinlich hier zum, oder? Ne, dorthin. Hier hin, oder? Ich weiß gerade nicht, wo Bardo hingelatscht ist. Ich glaube, er ist hier hingelatscht. War das nicht hier? Waren wir hier schon mal? Ich kann mich an diese Ort nicht erinnern. Okay, hier können wir auf jeden Fall rein. Ist das eine Abkürzung? Ja, oder? Ja. Hä? Was soll das denn heißen? Was geht denn da ab? Na los, sag doch noch mal was! Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn, Mann! Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können? Warum sollte ich sonst hier sein? Hä? Wer soll ihr denn sonst helfen? Warte mal. Jo, was geht? Bin hier, um mir selber zu helfen. Ach, das hätte ich mir ja denken können, Mann. Du wieder. Natürlich kannst nur du alleine selber retten. Ja, ja, klar. Mike. Lächerlich. Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Der hat aber Probleme. Mike. Hast du Zelda gefunden? Ja. Und sie hast du also auch getroffen? Ja. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat, du musst dir ihre Kraft zunutze machen. Stimmt, wir haben eine Harfe bekommen. Also, Mike, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zuerst solltest du X drücken, um die Lyra in die Hand zu nehmen. Okay, jetzt gehen wir hier in ein Musical-Tutorial. Versuche nun, über die Seiten der Lyra zu streicheln mit A. Achte auf meinen Haarschmuck und spiele schneller. Wahrscheinlich so im Takt, oder? Oh. Sehr schön gespielt! Yay! Machen wir weiter! Versuche jetzt im selben Rhythmus wie der Lichtkreis zu spielen. Okay. Sie sieht wohl auf deiner Reise nützlich sein. Das ist überhaupt nicht nervig. Ganz spaßig. Das ist einfach wie auf einem Piano nach hinten und her zu tippen. Aber irgendwie klingt das gar nicht mal so schlecht.
Du hast die Hymne der Göttin erlernt. Diese mysteriöse Melodie stammt aus uralten Zeiten. Naja, sie haben einfach nur gelernt, so und so zu machen, aber okay. Na gut. Ha? Was zum... Die Lyra, die du da hast. Das ist die Lyra der Göttin. Sie gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Wow. Ihre Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken. Ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art. Die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Mike, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin auserwählt. Tja. Ich habe keine andere Wahl. Was zum... Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde. Aber dass das Siegel so schnell nachgibt... Wir reden später, Mike. Komm mal schnell nach draußen auf den Grund des Siegelhains. What? Auf den Grund des Siegelhains? Okay, also hier können wir dann später irgendein Portal oder so machen. Jetzt haben wir gerade ernstere Probleme. Kamera will gerade nicht mitspielen, aber ist egal. Wir brauchen ein paar Herzen. Also ein Herz würde genügen. Gott, die Kamera ist hier irgendwie komisch verbuggt, oder? Okay, ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Auf jeden Fall crazy stuff. Ja, schön. Mist. Oh, das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Egal, nimm's einfach. Ich habe schon Geld ausgegeben für die Heiltränke. Ist jetzt auch egal. Wir speichern mal ab hier. Blam. So. Was geht denn jetzt ab? Ich bin gerade voll verwirrt. Was geht denn ab? Komm, lass mich raus, Mann. Irgendein Chaos ist hier los. Wo bin ich denn jetzt? Und... Was passiert hier? Was ist das? Die Erde, sie bebt? Ah, ein Erdbeben? Mike, schnell zum Siegelstein in der Mitte des Hains. Wer weiß, wann das Böse erwacht. Du musst dich beeilen. Tja. Geronimo! Woo! Schnell runter, schnell runter. Oh Gott, wir werden wahrscheinlich gleich irgendwie eine Wegrennaktion machen, oder? Weil hier überall diese Dinger offen sind. Oh Gott, wir werden bestimmt gleich wegrennen müssen für irgendwas. Wahrscheinlich vor dem, was sich dort befindet. Ja, auf einmal wird alles rot. Oh. Kommt jetzt Giratina raus, oder was? Nein. Das nicht. Aber ein riesiger Wurm! Aber haben wir den nicht schon immer mal gesehen? Aber wie auch immer, er macht mir ein bisschen Angst. Der Verbannte. Boah, was ein cooler Name, aber so random. Oh, er hat Füße? Oh mein Gott. Warum hat das Füße? Er hat das Siegel gebrochen. Ich erzähle dir später mehr darüber. Jetzt muss er erst dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Okay, die Lady kriegt jedes Mal eine neue Stimme. Keine Ahnung warum, aber... Was muss ich machen? Muss ich ihn schlagen? Ja, muss ich anscheinend. Ah! Was macht er? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Okay. Irgendeine Welle. Irgendeine Schockwelle oder so. Okay, seine Füße sind kaputt. Seine Zehen. I don't know. Was nun? Cooler Shot. Ja, ich mache kurz ein Selfie mit dem. Was muss ich denn jetzt machen?
Oh Gott. Was muss ich machen? Lass mich mal hoch. Hier. Genau. Vielleicht muss ich von oben auf ihn drauf. Geht das? Ich versuch's jetzt einfach mal. Ja, 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 geht. Hm? Wegstecken. Nee. Hä? Was zum... Ich verstehe diesen Kampf nicht wirklich. Und ich habe ein Zeitlimit, weil wenn er ganz oben ist, habe ich verkackt wahrscheinlich. Was muss ich denn machen? Muss ich von oben auf ihn... Warte. Schwert raus. Nee. Was muss ich denn machen? Ja, auf ihn draufschlagen bringt ja nichts. Ich verstehe das nicht. Irgendwas muss ich hier machen, aber ich verstehe nicht genau was. Jemand eine Idee? Also wenn ich keine Ahnung habe, würde ich eigentlich immer meinen Beetle. Aber ich glaube, der kann mir ja auch nicht helfen, oder? Nö, der macht nur bläh. Nee, lass es. Hilfe. Fei. Nächstes Ziel. Gravierende Veränderung, Kacke, gewonnen. Krieg ich gesagt, bestimmt. Als YouTuber laut in der Folge. Wow. Du warst eine echt große Hilfe, Fei. Ohne Witz. Also, das war ja extremst hilfreich. Dankeschön. Oh, jetzt! Jetzt hat's funktioniert! Hm? Jetzt hat's geklappt. Ich weiß noch, was ich anders gemacht habe jetzt, aber... Oh oh, es ist super schnell! Was mache ich jetzt? Auf seine Füße? Oh Gott, das ist so weit hinten. Hm? Es wächst nach. Ach so, das war ein Leben weggezogen. Jetzt müssen wir das gleiche nochmal machen, schätze ich. Schnell hinterher. Und das exakt gleich nochmal. Aber was habe ich denn jetzt anders gemacht? Verstehe ich nicht ganz. Okay, ich habe jetzt kein Damage gemacht. Schön. Schön. Ja, mach doch mal deine Druckwelle, du. Interessiert niemanden deine Druckwellen? Schön. Okay, 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 okay. Hä? Nein, warte! Okay, ich dachte, er fällt auf mich drauf. Ich stehe aber da hinten. Hi. Genau, hier bin ich. Jetzt schläft er. Muss ich mich jetzt beeilen? Warte, ich renn, ich renn, ich renn, ich renn, ich renn. Das ist so weit weg. Ich glaube, ich muss auf ihn drauf springen, während er schläft. Aber ich glaube, der schläft doch nicht lange. Der schläft bestimmt nicht lange. Schnell, 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 schnell. Rauf da, rauf da, rauf da, spring! Nicht abrutschen! Oh, come on! Ja, zu spät. Oder hat das irgendwas gebracht überhaupt? Okay, ist, die Kamera zeigt mir wieder da oben. Ja, ja, schrei nur mal rum, schrei nur rum. Wieso hat er jetzt wieder seine... Also habe ich doch was falsch gemacht, oder wie? Die sind ja easy, diese Eier. Hören sich und fühlen sich auch an wie Eier. Die sind ja easy wegzumachen. Und geben immer schön Herzen. So, jetzt liegt er auf seinem Bauch. Auf seinem Rücken, sorry. Ach so, von hinten drauf. Jetzt kann ich auch... Ah. Jetzt habe ich auch gecheckt. Ja, die, wenn die Kamera so lange hier hin zeigt. Jetzt kann ich hier drauf schlagen. Bam, bam, bam. Jetzt! Schön reingedrückt in sein Hirn! Bleib verbannt! Och nö. Jetzt habe ich ja sowieso verkackt. Seht ihr das links? Der ist schon. Der ist schon fast hier. Der ist schon literally fast hier. Ich glaube, ich hab's verkackt. War auch so ein random Bosskampf, habe ich gleich erwartet tatsächlich. Ganz knapp. Ja, ja, ich weiß. Einmal noch, glaube ich. Und dann haben wir es, oder?
Ich hoffe, das ist genau das gleiche wie gerade, weil dann krieg ich's hin. Maybe. Wenn er jetzt nichts Neues macht, was richtig schwer ist. Oh doch. Der stampft jetzt so richtig stark rum. Naja, dann müssen wir damit leben. Okay. Junge, aber wie schnell der jetzt auch vor allem ist. Wie unfair. Naja, komm, sei leise. Sei einfach leise. Okay, okay. Nein. Jetzt. Gut. Der ist weg. Hab's nicht gesehen. Und fall um. Fall um, fall um. Maybe kriegen wir's noch hin. Ich meine, er ist noch nicht da. Und hoffentlich ist es sein letztes Leben. Shit, 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 shit. Komm, 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 komm. Hä? Hallo? Rein da! Und verpiesel dich! Boah, das war echt knapp, ne? Ich werde mir auch gerne einen Tipp geben können. Pfeil war überhaupt nicht hilfreich. Ja, komm, jetzt schrei nicht mehr rum, jetzt. Geh wieder aus, zurück in die Welt oder wo immer du herkommst. Ich will dich mehr sehen. Standbild. Da ist er weg. Aber hinterlässt diesen einen Sockel, den er auf seinem Kopf hat, liegen. Hm? Alles voll mit seinen Federn. Was ein komischer Bosskampf, wenn ihr mich fragt. Aber... der Verbannte ist verbannt. Los, Mike. Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein. Schnell! Okay. Dann wollen wir das mal machen. Ich habe ein bisschen Leben verloren, aber nichts Tragisches. Ha! Bist du bereit? Wie mache ich das? Muss ich da von oben drauf? Hier vielleicht? Nee. Hm? Wie mach ich das? Ach Mann. Von unten? Von oben? Ah, mit dem aufgeladenen Strahl. Oh, ich muss Musik spielen? Hä? Ah, Leute, ich muss so zack, zack machen. Okay. Weird. Schon nochmal ein bisschen die Motion Controls benutzen, ne? So. Jetzt bleib auch verbannt. Ich weiß nicht, ob Grimm daraus geholt hat oder ob er sich selber irgendwie entbannt hat, aber... ja. Das war auch der. Sehr gut, Mike. Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist es beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in seinem Gefängnis zu siegeln. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Oh, er hat sich selbst befreit. Okay. Oh, das wird wohl nochmal passieren, habe ich gehört. Oh Gott. Diese Bestie ist der Verbannte, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Mike. Es gibt viel zu bereden. Was haben wir jetzt mit Bardo? Das ist traurig. Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Es ruht. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere, eine sehr starke Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht der Himmelsstrahl, der von deinem Schwert ausgeht.
mein Schwert, ja? Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, müssen dein Schwert und du noch an Stärke gewinnen. Der Wald von Firaun, der Vulkan Eldin, die Wüste Ranel. Du musst die an diesen Orten verborgenen heiligen Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mache dich auf die Suche nach den drei heiligen Flammen. Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der den Text dieses Lieds kennt. Okay. Zelda hätte das Lied bestimmt gekannt. Wer könnte das noch kennen? Bardo? Ja, wir sind jetzt cool miteinander. Es tut weh, das zugeben zu müssen. Aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Urteile nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Beleidigt oder so? Geh nun, Mike. Um die Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Hm. Gut, dann werden wir uns, schätze ich mal, in der nächsten Folge darauf begeben, ein Lied kennenzulernen, damit wir wissen, wie wir unser Schwert von Fei verstärken können. Seid dabei.